Das ist Paul und er hilft dabei, das Seki-Modell nach Nunaka und Takeuchi zu erklären. Dabei wird auch der Unterschied zwischen implizitem und explizitem Wissen verdeutlicht. Paul liebt Kuchen. Und wer mag den besten Kuchen der Welt? Natürlich Oma Gretel. Oma ist froh, dass Paul ihren Kuchen so gerne isst und daher bekommt er jeden Tag einen frischen Kuchen. Doch mittwochs, wenn Oma zur Strickgruppe geht, hat sie keine Zeit zum Backen und Paul hat donnerstags keinen Kuchen. Das ärgert Paul und er fragt sich, warum er immer Kuchen isst, aber nicht weiß, wie man ihn selber backen kann. Deshalb sucht Paul im Internet nach einer Anleitung, wie man einen Kuchen backt. Er findet unzählige verschiedene Rezepte, die alle unterschiedliche Zutaten und die Backzeiten angeben, aber keine Informationen darüber geben, wie man denn backt. Diese Rezepte stellen in diesem Beispiel das explizite Wissen dar. Es ist leicht zugänglich und dokumentierbar. Über das Wie des Kuchenbackens kann Paul nichts finden. Es handelt sich hierbei um das Handlungswissen, das aus eigenen Erfahrungen besteht. Es ist schwer dokumentierbar und wird implizites Wissen genannt. Hier setzt das Seki-Modell an. Es beschreibt die Transformation von implizitem zu explizitem Wissen und zurück. Am nächsten Donnerstag geht Paul verärgert zu seiner Oma und fragt sie, wie man einen Kuchen backt. Oma hat schon tausende Kuchen in ihrem Leben gebackt, aber das wurde sie noch nie gefragt. Daher ist sie kurz sprachlos und es fällt ihr schwer, ihr Wissen über das Backen eines Kuchens in Worte zu fassen. Daher schlägt sie vor, Paul solle ihr beim nächsten Kuchenbacken einfach zusehen. Das ist die erste Phase des Seki-Modells. Es geht von implizitem Wissen aus, das Oma aus jahrelanger Erfahrung erworben hat. In dieser Sozialisierungsphase wird ein gemeinsames Verständnis entwickelt. Wichtig dabei ist, dass Paul seiner Oma zuschaut und die Handlungen nachahmt und selbst etwas tut, also durch nonverbale Handlungen und Tipps von seiner Oma lernt. In den nächsten Tagen schaut Paul also seiner Oma zu und versucht selbst Kuchen zu backen, bis er irgendwann so weit ist, dass er ganz ohne Hilfe alleine einen essbaren Kuchen backen kann. Von dem Ergebnis ist Paul begeistert und möchte dieses Wissen unbedingt festigen. Da er durch die Schule so viele Dinge im Kopf hat, fängt er an, seine Erfahrungen und anfänglichen Probleme mit dem Backen genau zu dokumentieren. Dies stellt die zweite Phase des Seki-Modells, die Externalisierung, dar. In dieser Phase teilen Personen ihr Wissen. Dadurch, dass Paul eine Anleitung, seine Erfahrungen und Probleme dokumentiert, wird aus implizitem explizites Wissen. Oma ist so stolz auf Paul, dass sie die Anleitung ihren Freundinnen in der Strickgruppe zeigt. Diese sind begeistert. Sie geben Paul weitere Tipps und überarbeiten somit die Anleitung gemeinsam. Somit ergeben sich neue Ergänzungen und unterstützende Tipps, um den Kuchen noch schmackhafter zu machen. Der Gruppe und Paul gefallen die neuen Aufgaben und der Austausch über das Kuchenbacken. Daher kommt Paul auf die Idee, mit seinen Anfängererfahrungen und den jahrelangen Tipps der älteren Damen einen Backblog für Gleichgesinnte im Internet zu veröffentlichen. Dies stellt die dritte Phase des Seki-Modells, die Kombination, dar. In dieser entstehen neues Wissen durch die Kooperation mehrerer Personen. Die älteren Damen sind begeistert von dem Backblog. Dies hat ihnen gezeigt, dass das Backen eines Kuchens nicht selbstverständlich ist und man auch nach jahrelanger Erfahrung etwas dazulernen kann. Sie empfehlen den Blog ihren Enkeln und Enkelinnen und können sie davon überzeugen, das Backen selbst auch auszuprobieren und die Tipps der anderen zu testen. Durch den eigenen Blickwinkel und das jahrelange Backen war den älteren Damen nicht bewusst, worin die Schwierigkeiten für Anfänger liegen. Sie haben somit durch den Austausch in der Strickgruppe und dem Anfänger Paul neues Wissen erlangt. Dies stellt die vierte Phase des Seki-Modells, die Internalisierung, dar. Dabei wird das neu erlangte Wissen von jeder einzelnen Person verinnerlicht. Das bedeutet, dass die älteren Damen ihre Erfahrungen mit den neu erlernten Tipps der anderen kombinieren und somit neues implizites Wissen generieren. Der Backblock ist erfolgreich. Alle Mitglieder der Strickgruppe fangen an, mit ihren Enkeln und Enkelinnen zu backen. Jeden Mittwoch trifft sich die Strickgruppe und ihr neues Mitglied Paul und tauscht sich über die Backerfahrungen der letzten Woche aus. Die daraus neu entstandenen Tipps und Herangehensweisen werden von Paul im Blog ergänzt und von den Damen in der neuen Woche ausprobiert. Somit wird der Blog und die Kuchen von Woche zu Woche besser. Oh, das war's. Mein Kuchen ist fertig.